Hallo Interweb! Heute Abend entführen euch Kolab und Vic-John zusammen auf eine akustische Reise rund um den Rain Remix Release. Euch erwarten Interviews, Livestreams, Schalk und Schabernack und vor allen Dingen viel gute Musik. Wir beginnen mit einem Interview von Vic-John, in dem die Jungs nochmal die Entstehungsgeschichte von Rain durcherleben. Danach gibt es einen Livestream von Vic-John und dann einen Livestream von Kolab. Insgesamt werden die Lives jetzt circa eine halbe Stunde brauchen. Nach so viel guter Musik kommt noch das Interview mit Kolab und danach die Stars des Abends, der Rain Remix und das Original. Viel Spaß! Hi, aus Frankfurt. Hi. Sitze ich so gut? Ist mein Kopf nicht abgeschnitten? Ich hoffe, mein Kopf ist nicht abgeschnitten. Ein bisschen mehr so. Hi, aus Frankfurt. Hallo. Vic-John, wie der Name entstanden ist? Wunderbare Frage, vielen Dank. Wir wollten einen Namen, der neu ist, der stark ist, der nach Avantgarde klingt. Etwas, was noch nie da war. Vic-John, wow. Mein Bruder ist Johannes, ich heiße Victor. Und da wird schon ziemlich naheliegend. Warum mit G? Ja, also das G steht für den Swag. Wie es zu Rain kam? Sehr schöne Frage. Wir waren auf unserer Europatour, eine musikalische Europatour. Wir wollten durch unsere Nachbarländer fahren und schauen, wie wird dort Musik gemacht, wie wird die Musik in den Alltag der Menschen integriert. Wir hatten uns einen Bus gekauft, Red Betty, hatten davor ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr gearbeitet. Jeder hat blöde Jobs gehabt, aber wir haben das Geld irgendwann zusammen gehabt. Und dann haben wir uns Red Betty gekauft, einen Automatik-VW-Bus. Sehr gut im Lack, aber innen drin, naja, manchmal so pralle. Wir wollten unseren Trip auf jeden Fall auch mit Straßenmusik finanzieren. Und deshalb haben wir uns ein Setting aufgebaut. Wir hatten damals wenige Instrumente. Ich hatte eine Gitarre, eine Western-Gitarre, und mein Bruder hatte nur eine, ich glaube, man nennt es Melodica. Böse Stimmen würden sagen, es ist eine Tröte. Also es ist mit Klaviertastatur, man pustet rein, aber was rauskommt, ist leider des Öfteren ziemlich kläglich. Wir haben in Köln zum ersten Mal gespielt, haben 7 Cent eingenommen, also ein durchweg voller Erfolg. Aber mein Bruder gab mir danach zu verstehen, er würde mit mir keine weitere Straßenmusik mehr machen, wenn er weiterhin auf dieser Tröte spielen müsste. Problem war, wir waren auf dem Weg nach Frankreich, wir waren kurz vor der Grenze und mussten jetzt irgendwie ein Musikinstrument aus dem Ärmel zaubern. Haben wir bei eBay Kleinanzeigen nochmal schnell geschaut, ob es ein Klavier gibt mit Box für draußen. Und tatsächlich fanden wir für, ich glaube es waren 30 Euro, ein kleines Klavier, ich weiß leider nicht mehr genau den Namen. Eine junge Dame bot dieses Gerät feil. Und dann kamen wir in ihre Wohnung und man merkte schnell, diese Familie hatte nicht viel Geld. Und sie sagte 30 Euro für das Gerät und wir sagten, wir haben im Moment kein Geld, wir können dir höchstens 20 Euro geben. Und dann schaute die Mutter, ihre Mutter, erst uns, dann sie ganz traurig an und sagte zu uns, wir wissen, wie es ist, wenn man kein Geld hat. Und dann schaute sie das Mädchen an und sagte, möchtest du es den armen Jungs nicht für 20 Euro geben? Und in dem Moment haben wir uns sehr schlecht gefühlt, weil wir ja natürlich in der Situation hatten wir nicht besonders viel Geld zur Verfügung, aber generell waren wir jetzt auf diese Vergünstigung nicht angewiesen. Haben es dann aber trotzdem genommen. Dann sind wir da rumgegurkt und in Lyon ist uns dann dieser Bus komplett in den Arsch gegangen, so motormäßig. Und dann hingen wir da, bis das mit der Versicherung alles gelaufen ist, ewig in Lyon ab und haben uns dann entschlossen, Straßenmusik zu machen. Aus einer Brücke, die über einen dieser Flüsse, diesen zwei Flüsse durch, ich habe leider vergessen welche, durchstieß. Und dieses Keyboard hatte einen Sound, das so klang wie so Regen. Und dann habe ich so ein Tonfall runtergespielt. Und Victor spielte auf dem Ding rum
Und ich dachte, wow, das ist super. Dazu jetzt noch irgendwie so einen sehr theatralischen Text und einen sehr theatralischen Song und dann wird das eine Riesengeschichte. Und tatsächlich hört man heute noch, zwar nicht mehr mit dem Gerät abgespielt, aber man hört heute noch den Rain, den wir in Lyon, der uns in Lyon über uns kam und der sich heute noch in dem Song wiederfindet. Und dann haben wir den so gezockt auf der Straße. Man hat da ja viel Zeit, wenn man 5 Stunden lang spielt und eigentlich nur 3 Songs hat. Und da kann man dann auch mal ein bisschen rumexperimentieren, wenn gerade keiner zuhört. Und dann haben wir den irgendwann ein bisschen weiter komponiert und diese ganzen Fuddelkram ist dann eher am PC entstanden. Die U-Bahn-Sängerin ist einfach eine Freundin von einem Freund, der Dirigent ist, und Dirigenten haben naheliegenderweise Opernsängerin als Freundin, und die hat das dann im Handy aufgenommen. Die sind nicht so, weißt du, irgendwie so in dieser Popmusik hat jeder ein Audio-Interface und ein Mikrofon und so ein bisschen was. Aber so als Opernsängerin bist du halt auf der Bühne oder, also du nimmst nie was auf, und dann hat die das mit dem Handy aufgenommen. Aber ich glaube, das hat unser Tontyp gut hingekriegt, dass das so klingt, wie als wäre das mit einem 2000-Euro-Mikrofon im Studio aufgenommen worden. Peace Audio. Ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, es ist ein ganz besonderes Jahr, das wissen wir alle. Und wir, wie ein paar von euch wissen werden, wir organisieren ja immer das Festival, das Gute Wie im Sommer. Dieses Jahr hat es leider nicht stattgefunden. Ich wollte aber sagen, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall stattfinden. Und wir sind an der Planung dran und ich hoffe, dass ihr uns treu bleibt und da zu uns kommt. Und auch der 22.12. wird wahrscheinlich dieses Jahr so nicht stattfinden, wie ihr ihn kennt. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Andersrum. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bleibt dran. Unterstützt eure Freunde, die von Musik leben. Unterstützt die Menschen, die im Moment gerade nicht arbeiten können. Vielen herzlichen Dank an Colab, dass das hier möglich gemacht wurde. Danke, ciao. Thank you.
Thank you.
Ja, wie kam es zu Collab? Ich weiß, ich war da, glaube ich, gar nicht da an dem Abend, wo ihr das gemacht habt, ehrlich gesagt. Das hört man das? Achso, ja, gut, da war ich dabei. Ich dachte, ihr hättet davor noch irgendwie was anderes schon gemacht, wo ihr auf die Idee gekommen seid. Also. Eines schönen Abends nach dem Abi hingen wir irgendwie alle bei mir rum und haben irgendwie Bierchen getrunken und Blödsinn gemacht. Und da hatten wir irgendwie alle voll Bock, so, boah, lass mal Musik machen einfach, das wäre so richtig tight. Und haben uns dann halt hingesetzt und einfach angefangen, irgendwie Beat bauen, Texte schreiben und so. War komplett Blödsinn. Und haben dann so, okay, ja, über was machen wir jetzt hier ein Lied? Wie ist das? Und wir hatten halt irgendwie an dem Abend einen Kasten Nörten gekauft und haben wir dementsprechend dann das Nörten-Lied gemacht. Alles aufgenommen, alles gemacht und dann so, boah, richtiger Banger. Ja, war dann nicht ganz so gut, haben wir dann am nächsten Morgen festgestellt. Es hat irgendwie Bock gemacht. Und dann auch die anderen meinten so, ja, war geil, lass uns das öfters machen. Dann haben wir eben über die Sommerferien, wo wir dann viel Zeit hatten, uns mit ein paar Klassenkameraden zusammengesetzt und haben da immer Musik gemacht. Und so sind die ersten paar Collab-Lieder dann entstanden. Und unser Plan war irgendwie, ja, wir releasen einfach so ein paar Tracks irgendwie und gehen den Leuten so lange auf den Sack, bis wir 2000 Streams haben, weil irgendjemand wohl mal gehört hatte, dass man für 2000 Streams 8 Euro bekommt und das wäre ein Kasten Nörten und dann hätten wir das gehabt. Positiv sei gesagt, wir haben deutlich mehr als 2000 Streams, aber 2000 Streams sind absolut nicht 8 Euro, auf keinsten. haben uns dann da rangesetzt und wir hatten auch irgendwie so vom Abi her keinen Abschlusspulli oder dergleichen. Deswegen kam auch die Idee so auf, so ja, wie ist es, wenn wir so ein Audio-Abschluss-Dings haben, wo einfach viele Leute, mit denen wir zu tun hatten, drauf sind und dass man sich da so dran erinnern kann, auch einfach, dass man da sowas hat. Ja, und dann haben wir halt mit verschiedensten Leuten irgendwie aus Lowland da Sachen aufgenommen und das war echt cool. Also auch anstrengend oft, einfach so. Viele Leute hatten wenig Berührung mit Musik machen bis dahin so und schon auch, wenn man das nicht gewohnt ist, einfach ein bisschen Arbeit. Ja, war spaßig, hat Freude bereitet. Zum Namen sind wir dann so gekommen, dass wir einen Namen gesucht haben erstmal. Und hatten irgendwie, wollten irgendwas mit Loreland haben, weil uns das eben alle so verbindet. Und dann kamen wir auf Kids of Loreland Collaborations, weil es ja ein gemeinsames Projekt war. Und dann haben wir gedacht, Kids of Loreland, K-O-L, ja, hört sich fast an wie Collab. Und dann haben wir das AB halt hinten noch drangehangen und hat ja irgendwie auch was mit Collab dann zu tun, mit der Collaboration. Und so ist das Ganze entstanden, deswegen haben wir jetzt den schönen Namen Collab und sollten wir ein Lied über Cola machen. Cola B. Cola B. und dann hat sich das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt. Da gab es dann noch die Extension, einen Podcast, den Colaba Podcast, an dem ich nicht so wirklich beteiligt bin. Ich war einmal in einer Folge war ich dabei, aber das hat der gute Jakob gemacht. Also, ja, so hat sich das Collab-Universe dann noch ein bisschen erweitert. Und sonst haben wir jetzt noch für das Jahr 2024 noch einen Kinofilm geplant. Der erste Teaser kommt, denke ich, so in einem Jahr. Ja, genau dieses und damit tschüss. Ja, wie kam es zu Rain? Ich hatte auf dem Gute Wie mit den Jungs von Victron geredet. Und wir hatten einen Auftritt gemacht, war super cool. Und ich wollte eigentlich von anderen Leuten, die da waren, eine CD kaufen. Wir standen auch noch und ich habe mit denen geredet. Und die meinten so, ja, was mache ich so hier? Dann habe ich erzählt, dass ich Marimbafon spiele. Und die meinten, das wäre voll cool. Gefragt, ob ich mit denen am 22.12. der Loreland Party eben was zusammen machen würde. Nicht klar. Und dann haben die mir irgendwie so ein paar Tracks zugeschickt. Meinten so, ja, kannst du dir vorstellen, dass da irgendwas passt? Und dann haben wir uns irgendwie so auf Rain geeinigt und wollten das dann am 22.12. spielen, haben wir es auch gemacht, was super cool war.
Und dann hat mein lieber Klassenkamerad Peter, der ist mit einem Jahr mit dem Zirkus verreist sozusagen und hatte dann irgendwie viel Downtime da auch abends, irgendwie, wo er nichts zu tun hatte. Und wollte auch ins Musikmachen irgendwie reinkommen. Da haben wir uns dann so ein paar Abende getroffen, irgendwie gedöselt und halt so sehr coole, untypische Musik gemacht, so nicht trashigen Hip-Hop, sondern mehr so Techno-mäßige Sachen. Haben wir das, was jetzt praktisch der Drop ist von Rain, hatten wir irgendwie und dann dachten wir, ja, wir brauchen irgendwie so einen Kontrast zu diesem Rein, was wir arschcool fanden. Sowas, was eben mehr so mellow und irgendwie ein bisschen, ja, getragen ist sozusagen, ein bisschen dreamy. Und dann ist mir eben eingefallen, dass ich noch dieses Rain von Victron hatte irgendwo auf dem Computer. Und dass er eben so einen sehr, sehr chilligen, irgendwie sehr getragenen Anfang hat und dann auch so voll reingeht am Ende. Und dann habe ich Audiomagie angewendet und den Gesang praktisch von dem Rest getrennt und da reingeschöppert. Und das hat voll gut gepasst. Und dann haben wir irgendwie damit halt so den Rest von dem Track so halbwegs gebaut und das an die Jungs von Victron geschickt. Und fragten dann eben so, ja, hier können wir das verwenden und so einen Remix von machen. Die, klar, ja, logisch. Und haben dann auch noch eben die original einzelnen Spuren und sozusagen geschickt, damit man das hübsch ordentlich machen kann. Ja, und so ist dieser Track entstanden. Weil der Johannes mich irgendwie besoffen am Gute wie gefragt hat, so, ja, was kannst du hier eigentlich? Genau. All the love you've given, all the tears and laughter we share, all the stages of love we went through. And then the changes tore us apart, but the love never gone, will never go. And then that look into your eyes, I feel it deep inside, deep inside, faster burn. And that touch you so, and I feel love inside.
love you've given. All the tears and love that we share. All the stages of love we went through. And then the changes tore us apart. But the love's never gone, will never go. And then I look into your eyes. I feel it deep inside. Deep inside, a faster birth, and I touch you. Das war's für dieses Mal. Bleibt gesund, habt euch wohl und schaltet euch auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Call Up macht Turn Up. Tschüss Enten. Tschüss Leute.